Das Orgelporträt. Die Schulze-Orgel in Gräfenau-Angstädt. Gräfenau-Angstädt ist ein Ort im Ilm-Kreis in Thüringen. Es ist der größte Ortsteil der Gemeinde Wolfsberg und Sitz der Gemeindeverwaltung mit 2068 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Ort liegt im Ilmtal, ca. 6 Kilometer östlich von Ilmenau. Das Tal ist hier etwa 1500 Meter breit und erstreckt sich in Nord-Süd-Richtung. Westlich erhebt sich der 527 Meter hohe Wolfsberg, der Namensgeber der Gemeinde. Östlich liegen der 487 Meter hohe Hopfberg sowie der 498 Meter hohe Brandberg, die zum Klosterforst Paulinzella gehören. Gräfenau ist ein Reihendorf, während Angstädt ein Haufendorf ist. Die beiden Dorfkerne liegen nur 200 Meter voneinander entfernt und werden nur durch die Ilm getrennt, sind heute aber so weit zusammengewachsen, dass man nicht mehr erkennen kann, dass Gräfenau-Angstädt aus zwei Siedlungen entstand. Die beiden Orte, Gräfenau und Angstädt, wurden, genau wie die anderen Orte der Wolfsberg-Gemeinde, im Jahre 1282 erstmals erwähnt. Gräfenau-Angstädt entstand 1924 aus der Vereinigung des zum Schwarzburg-Rudolstädter Amt Stadt Ilm gehörenden Dorfes Gräfenau, westlich der Ilm, und des zum Schwarzburg-Sondershäuseramt Gehren gehörenden Dorfes Angstädt östlich der Ilm. Die Marienkirche im Ortsteil Angstädt wurde 1831 im klassizistischen Stil errichtet. Sie trat an die Stelle der 1827 wegen Baufälligkeit abgebrochenen Kirche St. Mariä aus dem 13. Jahrhundert. Der Baumeister ist namentlich nicht bekannt, jedoch ist der Sakralbau mit den Rundbögen und toskanischen Säulen der Schinkelschule zuzurechnen. Das spätgotische Altarbild, die Beweinung Christi darstellend, wurde vom Vorgängerbau übernommen und entstammt wahrscheinlich der Saalfelder Schule. Zeitgleich mit dem Bau der Kirche entstand die Orgel. Sie stammt aus der Werkstatt des berühmten Johann Friedrich Schulze aus Paulinzella. Schulze war einer der bedeutendsten und innovativsten Orgelbauer des 19. Jahrhunderts in Deutschland und einer der Wegbereiter der deutschen Orgelromantik.
Durch das Programm begleiten uns eine Reihe kleinerer Werke des Fuldaer Stadt- und Domkantors Michael Henkel aus zwei verschiedenen Sammlungen, von denen eine etwa um jene Zeit entstanden und veröffentlicht wurde, zu der die Schulze-Orgel in Gräfinau-Angstädt entstanden ist. Johann Friedrich Schulze wurde 1793 in Milbitz, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, geboren. Er wurde in eine Orgelbauerfamilie hineingeboren, die vor ihm bereits in drei Generationen hauptsächlich im näheren Umkreis von Milbitz wirkte. Aber sein Vater Johann Andreas Schulze, geboren 1753, starb, als Johann Friedrich Schulze gerade einmal 13 Jahre alt war. Und so erlernte dieser sein Handwerk bei Johann Benjamin Witzmann in Stadt-Ilm, der seinerseits allerdings wiederum ein Schüler von Johann Andreas Schulze war. Nach dem Tod Witzmanns vollendete Johann Friedrich Schulze mit 22 Jahren seine erste eigene Orgel und machte sich im Folgenden in Milbitz selbstständig. Die Werkstatt wurde dann 1825 ins romantisch gelegene Paulinzeller verlegt und erlangte von dort aus, man kann sagen, Weltgeltung. Johann Friedrich Schulze war unbestritten einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten des deutschen Orgelbaus im 19. Jahrhundert, in seiner Bedeutung nur mit Eberhard Friedrich Walker vergleichbar. Maßgeblich für seine künstlerische Entwicklung war der Umbau der Trampeli-Orgel in der Stadtkirche zu Weimar, wo er mit dem dortigen Organisten Johann Gottlob Töpfer zusammenarbeitete und dessen Orgelbautheorien als erster Orgelbauer überhaupt praktisch umsetzte. Gemeinsam schufen Töpfer und Schulze ein neues Klangbild, das vom Spätbarock in die Romantik weist. Ohne die von Töpfer und Schulze gelegten Grundlagen sind die hochromantischen Meisterwerke etwa eines Friedrich Ladegast oder eines Wilhelm Sauer so nicht denkbar. Neben zahlreichen klanglichen Neuerungen, Schulze bevorzugte etwa bis zu 4 Fußlage Holz als Material für seine Pfeifen, betrat er auch in der technischen Entwicklung vielfach Neuland. So geht die Trakturkonstruktion mit Wellenrahmen und Strahlentraktur auf Schulze zurück. Zur Stabilisierung der Windversorgung baute er Ausgleichsbälge. Um 1850 stand Johann Friedrich Schulze auf dem Zenit seiner Meisterschaft. Die in jener Zeit gebauten Großorgeln im Bremer Dom, in der Lübecker Marienkirche und sogar im Crystal Palace in London zeigen, dass seine Kunst weithin Anerkennung fand. Leider sind seine großen Orgeln samt und sonders entweder dem Zeitgeist oder dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. In Thüringen existieren aber noch eine Reihe kleinerer und mittelgroßer Orgeln Johann Friedrich Schulzes, wie etwa die 1831 erbaute Orgel in der Marienkirche zu Gräfinau-Angstädt. Sie besitzt 21 Register auf 2 Manualen und Pedal, ist nahezu im Originalzustand erhalten und wurde 2006 durch die Firma Orgelbau Schönefeld aus Stadt-Ilm fachgerecht restauriert. Thank you.
Als Johann Friedrich Schulze 1858 starb, übernahmen seine Söhne den väterlichen Betrieb in Paulinzella. Edmund Schulze, der älteste Sohn, ging sehr bald nach England und prägte den dortigen Orgelbau maßgeblich. Die Orgel von Johann Friedrich Schulze in Gräfenau-Angstädt ist ein relativ frühes Werk, 1831 vollendet. Die Disposition ist deutlich von den Ideen Töpfers beeinflusst. Das Hauptwerk, ausgebaut vom Ton Groß C bis zum dreigestrichenen F, besitzt einen gravitätischen Prinzipal 16 Fuß als Grundlage. Dann folgen Prinzipal, Gambe und Hohlflöte 8 Fuß sowie Oktave und Flöte 4 Fuß. Eine fünffache Mixtur und eine dreifache Zimbel bilden die Klangspitzen. Auch das zweite Manual besitzt mit dem Bordun ein Fundamentregister in 16-Fuß-Lage. Dazu gesellen sich Salizional, Gedakt und Flauto Traverso 8 Fuß, Prinzipal und Dolzflöt 4 Fuß, eine Oktave 2 Fuß und ein Scharf dreifach. Das Pedal enthält Subbass und Violon 16 Fuß, Oktavbass und Gedaktbass 8 Fuß sowie ein Flötenbass 4 Fuß. Die Orgel ist noch in klassischer Weise mit Wellenbrettern in herkömmlicher Bauart ausgestattet. Später baute Schulze, wie bereits erwähnt, meist Wellenrahmen mit Strahlentraktur. Die Flauto Traverso 8 Fuß ist in der für Schulze charakteristischen Form gebaut, nämlich rund gedrechselt und dann ausgebohrt. In der Disposition fällt auf, dass im Hauptwerk sowohl eine selbstständige Oktave 2 Fuß als auch eine Quinte 2/2 Drittel Fuß fehlen. Beide Pfeifenreihen sind dafür in der tief ansetzenden Mixtur enthalten. Die Schulze-Orgel in Gräfenau-Angstädt ist ein bedeutendes Zeugnis für das Schaffen eines der führenden Orgelbauers Deutschlands im 19. Jahrhundert, dessen Bedeutung für die nachfolgende Entwicklung von Orgelbau und Orgelmusik gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Seine nicht allzu zahlreich erhaltenen Werke verdienen es, wie in Gräfenau-Angstädt bereits geschehen, vorbildlich restauriert und damit dauerhaft erhalten zu werden.